Moin, liebe Leute, heute der erste Guide auf den europäischen Servern, also voll auf Deutsch. Verzeiht mir, wenn ich die Namen ein bisschen durcheinander schmeiße, ist auch ein Lernprozess für mich. Verwüstungsberserker. Folgendes Ding: Mit dem Berserker habt ihr die Möglichkeit, die Klassengravur Verwüstung zu nehmen. Ist die zweite, zu der ersten habe ich schon ein Bild gemacht. Hier habt ihr dauerhaft eine volle Zornanzeige, könnt ihr aktivieren, seid auf 25% Max HP, könnt da nicht drüber gehen, nehmt dafür 65% weniger Schaden. Das klingt natürlich jetzt nicht so gut. Das Problem ist, ihr verliert 29% effektive HP. Also ihr seid viel, viel weicher, ihr nehmt deutlich mehr Schaden und ihr seid die ganze Zeit low HP, also für manche Leute fühlt sich das einfach nicht so gut an. Keine Sorge, dann braucht ihr das nicht spielen. Wie gesagt, ich habe ein Bildguide. Aber es hat auch große, große Vorteile. Ihr könnt dauerhaft in eurer Berserkerform bleiben. In dieser Berserkerform habt ihr 18% mehr Schaden, 15% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Aber nicht nur die dauerhafte Berserkerform ist ganz schön, sondern auch der Fakt, dass ihr dadurch, dass ihr 25% Max HP habt, ganze Zeit mit den günstigsten Heiltränken auf Max, auf eure Max HP hochpotten könnt. Gleichzeitig profitiert der Berserker in einigen Skill-Modifikatoren sehr davon, unter 50% Leben zu sein, was dazu führt, dass eure Fähigkeiten mehr Schaden machen werden. Gleichzeitig gibt es Gravuren, wo ihr davon profitiert, unter 50% Leben zu sein. Auch die sind für euch dauerhaft aktiv und so kann man relativ günstig Gravuren nutzen, die eigentlich für so gut wie keine Klasse wirklich interessant sind und entsprechend günstig. Aber genug gelabert, wir gehen direkt in den Skillbild rein. Wir sehen hier 8 Skills, die spielen wir von Anfang bis Ende. Der eingeblendete Bild ist hierbei für 252 Skillpunkte, also ab dem Moment, wo ihr Level 50 seid. Davor spielt, was ihr wollt, haltet euch vielleicht an meinen Level Guide, haltet euch vielleicht ein bisschen an den anderen Berserker Guide, der mehr darauf eingeht. Wir gucken uns hier tatsächlich Endgame mit Gravuren an, ja? Also mit zumindest der Verwüstungsgravur. Hier sehen wir außerdem bereits in der Fähigkeit Höllenklinge im zweiten Modifikator tödlicher Hieb. Der ausgeteilte Schaden wird dabei 80% höher, wenn wir unter 50% Leben sind, was wir dauerhaft sind. Und das sind die Modifikatoren, die unsere Skills deutlich verbessern in diesem Verwüstungsbild. Ja? Zusätzlich spielen wir, wie auch in dem anderen Berserker-Guide erwähnt, Kettenschwert. Das verbessert unsere Crit-Wahrscheinlichkeit um 15%. Und wir spielen natürlich Roter Staub. Roter Staub hat 2 verschiedene Modi. Den Berserker-Modus, der uns sehr, sehr viel mehr Schaden gibt. Und mit dem anderen Modifikator auf Level 10 die Möglichkeit, unser gesamtes Team zu buffen. Wenn ihr krasse Teamplayer seid, dann überlegt vielleicht, ob ihr euch mit euren Kumpels absprechen wollt und wirkliche Burst-Phasen einführen wollt. Dann lohnt es sich vielleicht, die Gruppenmodifikatoren mitzunehmen. Aber die meisten spielen, denke ich, einfach den Self-Buff. Später mit 340 Skillpunkten ungefähr wird das dann so aussehen. Wir sehen, es hat sich eigentlich relativ wenig verändert. Wir haben Schlag der Stürme vollgeskillt. Ansonsten kam zu Kettenschwert der zweite Modifikator dazu, der uns ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Also rundum einfach nur Verbesserungen. Wenn ihr irgendwann dann mit Level 55 und respektive mit Level 60 eure Skills noch weiter leveln könnt, dann schlage ich euch vor, zuallererst Abschlusshieb und Höllenklinge und dann Schlaggewelle und Schwertsturm weiter zu upgraden. Alle anderen Skills sind mehr Mittel zum Zweck und brauchen nicht mehr Punkte. Bevor wir zu Gravuren gehen, blende ich euch nochmal die Runen ein. Das ist ein bisschen anders gemacht als sonst, aber wir müssen damit arbeiten, was wir haben. Folgendes. Wir spielen auf sehr, sehr vielen Skills Orkanwindrunen, damit sie schneller rauskommen. Einige Skills brauchen ewig beim Berserker. Das macht unser Leben angenehmer. Gleichzeitig haben wir einige Fähigkeiten,
die sehr, sehr viel Taumelschaden machen. Das war mal Impairment. Ich gewöhne mich auch noch an die Namen. Und die verbessern wir mit den entsprechenden Runen, die diesen Schaden erhöhen. Wir haben zwei Fähigkeiten, die momentan frei sind. Da könnt ihr entweder Blutungsruhen, Rage-Ruhen, was auch immer ihr habt und euch gerade passt, einfügen. Ja? Kleine Anmerkung hier an der Seite. Ich weiß, einige Leute möchten unbedingt einen Runen-Guide zum Beispiel, ja, wo man sagt, hey, wo finde ich welche Rune? Das schaut aber bitte auf 4Fansites zum Beispiel nach. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Textguide. Das eignet sich nur leider nicht für ein kurzes und knackiges YouTube-Video, weil die Fundorte so verstreut durch Content und die ganze Welt sind, ja. Jetzt, wie versprochen, Gravuren. Offensichtlich, wir sind ein Verwüstungsberserker, brauchen wir die Klassengravur Verwüstung. Direkt danach spielen wir nicht wie viele DDs Groll, sondern Beharrlichkeit des Champions. Beharrlichkeit des Champions, auch kurz angesprochen ganz am Anfang, erhöht unseren Schaden, wenn wir weniger als 50% Max-Leben haben. Wir spielen Verwüstung, wir sind dauerhaft auf 25% oder sogar noch tiefer, also sind das 16% Extraschaden ohne Malus. Fantastisch. Später, wenn ihr mehr Gravuren haben könnt, wäre die dritte immer noch nicht Groll, sondern Verfluchte Puppe. Verfluchte Puppe gibt uns 16% mehr Angriffskraft und verringert unsere Heilung um 25%. Das klingt jetzt nicht besonders toll, aber wenn wir überlegen, dass der kleinste Heiltrank uns um 30% Max-HP heilt, wir nur 25% haben, dann ändert sich für uns effektiv gar nichts. Verfluchte Puppe, 16% Angriffskraft für kein Malus. Dann als vierte Gravur nehmen wir Groll. 20% Angriffskraft ist fantastisch, aber wir nehmen halt auch 20% mehr Schaden. Das ist nicht unbedingt besonders angenehm, muss man sagen. Aber jeder DD spielt es effektiv. Als letzte Gravur haben wir mehrere verschiedene Möglichkeiten. Hier müssen wir ganz kurz über Stats reden, das habe ich bis jetzt vergessen. Wir spielen 2:1 Crit zu Agilität. Man könnte auch mehr Agilität spielen, man könnte auch noch mehr Crit spielen. Das ist so ein Sweet Spot, wo ich denke, es spielt sich sowohl angenehm, die Abklingzeiten sind angenehm, als auch man crittet richtig schön rein. Mit viel Crit können wir verwegene stumpfe Waffe spielen. Das erhöht unseren Crit-Schaden nochmal deutlich. Mit mehr Agilität wiederum könnten wir sowas wie Überfallanführer spielen. Das würde unseren Schaden abhängig von unserer zusätzlichen Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Und wenn wir die auf 140% hätten, dafür bräuchten wir aber schon so gut 1000 Agilität, dann würde das auch nochmal ordentlichen Bonusschaden geben. Also, Rotation. Wenn wir dann in den Kampf kommen, aktivieren wir zuallererst unseren Berserker-Modus. Wir gehen auf 25%. Max-HP runter, wir werden mehr Schaden haben. Dann gehen wir an den Boss und machen Rutenstaub und Kettenschwert für unsere Buffs und die Erweckung. Bei der Erweckung nutzen wir im Übrigen die zweite, die macht schlicht und ergreifend ein bisschen mehr Schaden. Wenn ihr die nicht habt, nutzt die erste. Dann haben wir ganz viele verschiedene Rotationen letzten Endes, weil wir bekommen nicht alles in eine Rotation. Die grundsätzliche Rotation besteht aus rotem Staub und dann Kettenschwert, eben um unsere Buffs für uns selbst zu machen. Daraufhin Abschlusshieb, Schwertsturm und Höllenklinge. Ja? Also wir buffen und wir machen dann alles. Alle Fähigkeiten, ja, alle von diesen Fähigkeiten, die wir haben. Dann ist natürlich roter Staub auf Abklingzeit, alles andere auch. Wir warten auf Kettenschwert, machen nochmal Kettenschwert, machen die Schlagwelle hinterher und letzten Endes alle anderen Skills. Die ganz, ganz basic Combo im Übrigen, also wenn roter Staub auf Abklingzeit ist, wäre Kettenschwert und dann entweder dunkler Rausch oder Schlag der Stürme etwa, ja. Also dass das dann die Möglichkeit, wenn man einfach nur kurz Schaden machen möchte und dann der größere Schaden wieder mit rotem Staub
und den größeren Fähigkeiten hin. Ja, ja. Jetzt sehen wir wieder, die Hälfte ungefähr ist auf Abklingzeit. Wir haben aber Kettenschwert und unsere Identitätsfähigkeit. Also können wir das machen. Hinterher können wir nochmal die Schlagwelle casten. Und dann haben wir wieder kurz Downtime. Roter Staub und Kettenschwert ist da. Also machen wir wieder so ein bisschen von unserer Hauptrotation und probieren letzten Endes alle Skills irgendwie einzubauen. Die größte Schadensrotation ist dabei, wie gesagt, roter Staub und Kettenschwert, um beide Buffs zu haben. Und dann Abschlusshieb, Schwertsturm und Höllenklinge. Wenn Höllenklinge Abklingzeit hat, dann könnt ihr natürlich aber auch Schlagwelle oder Schlag der Stürme benutzen und so weiter und so fort. Ihr seid da nicht unbedingt mega gebunden. Gleichzeitig solltet ihr natürlich aufpassen, einfach die Fähigkeiten, die viel Schaden machen, zumindest mit einer eurer Verstärkungsfähigkeiten zu machen, wenn nicht mit beidem. Bevor wir das Video hier beenden, reden wir aber noch kurz über Kartensets und Itemsets. Kartensets sind super, super leicht. Wir spielen Crit-Karten. Das Crit-Kartendeck heißt mittlerweile, für jeden, der sich das fragt, Heulender Felsen ist 1A. Wenn ihr das nicht habt, ist in Ordnung. Spielt was X-beliebiges, das hat Zeit. Das ist eine Endgame-Mechanik. Als Itemset wiederum empfehle ich euch, spielt alle Itemsets. Ich werde jetzt keine Namen nennen, ihr müsst dann ein bisschen gucken. Spielt alle Itemsets, die Angriffsgeschwindigkeit haben und oder Crit-Chance. Wenn ihr in Punica angekommen seid mit T3 in derzeitigem europäischem Endgame-Content, stresst euch auch da nicht. Das kann in einer Woche sein, das kann in einem Monat sein, das kann auch in 3 Monaten sein. Keine Sorge. Wenn ihr da angekommen seid, wird es ein Set geben, das wird irgendwas Abendröte heißen. Das wird effektiv von jedem Damage-Dealer gespielt. Also wenn ihr hier wegen dem Verwüstungsberserker seid, aber noch andere Klassen spielt, Abendröte wahrscheinlich auch für die. Liebe Leute, damit haben wir es auch hier geschafft. Wir sehen uns im nächsten Stream oder Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns, wie gesagt, nächstes Mal. Ciao, ciao.